Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Erfolge dieser Koalition im Innenhaushalt sind so dermaßen überschaubar, dass sie schnell erwähnt sind. Es gibt sie nämlich schlicht und ergreifend nicht. Und es wird verdeckt, dass mit viel, viel Mühe und Not dieser Haushalt gerade so die politische Kernaufgabe des Landes erfüllen kann, nämlich die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Und wir Grüne wünschen uns, nicht nur die öffentliche Sicherheit in einem Haushaltsjahr zu gewährleisten, sondern auch die Struktur zu legen, dass dies noch in den nächsten 10, 20 Jahren und für die kommende Generation der Fall sein kann. Das muss Maßstab sein und nicht dieser kleine Kleckerkram, den Herr Zimmermann gerade vorgetragen hat. Und wer sich die Stadt anschaut, der weiß auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Berliner Polizei und der Feuerwehr jetzt schon auf dem letzten Loch pfeifen. Die Alarmsignale sind unerhörbar und die Berlinerinnen und unüberhörbar. Und die Berlinerinnen und Berliner merken es tagtäglich, wenn Polizei und Feuerwehr nicht rechtzeitig vor Ort sein können. Und weder die SPD noch die CDU, die sehr viel versprochen hat, und schon gar nicht der Innensenator, hat geliefert. Wir werden bei der Beamtenbesoldung weiter abgehängt. Das ist der Fakt, Herr Zimmermann. Sie sollten das nicht ständig verdrehen, sondern der Wahrheit ins Gesicht schauen und hier erklären, dass die Berliner Beamtinnen und Beamten, von denen die Polizisten ganz, ganz viele sind, weiter abgehängt werden im Bundesschnitt und wir dadurch unattraktiver werden als Land. Sie haben bei den Beamten nicht geliefert. Das ist eine riesige Hypothek. Sie haben aber auch noch weitere 20 Millionen Euro an Einsparungen sich verbucht. Die soll Herr Innensenator Henkel mal erklären, wo er 20 Millionen Euro weiter einsparen will in den nächsten zwei Jahren. Sie haben noch 500.000 Überstunden bei den Objektschützern und beim Gefangenenwesen abzutragen. Und die müssen momentan andere Polizisten, die eigentlich was anderes erledigen sollten, abtragen. Auch das ist nicht nachhaltig. Und Sie haben beim Hauptstadtvertrag nicht geliefert, Herr Innensenator, nur zur Erinnerung. Jedes Jahr zahlt Berlin 60 Millionen Euro drauf für die Sicherheit von Botschaften, Bundeseinrichtungen, Großversammlungen, für das, was wir für den Bund erledigen. Sie haben mehrfach versprochen, sich dafür einzusetzen, dass es mehr an Kompensationen gibt. Nichts gab es dafür. Nichts. Und da haben Sie nicht Wort gehalten, Herr Innensenator. Weder bei der Kanzlerin noch beim Finanzsenator konnten Sie sich durchsetzen, Herr Innensenator. Und wir und die Berlinerinnen und die Berliner bleiben auf den Problemen, die Sie hinterlassen, sitzen. Und worüber wir gerne jederzeit reden könnten, aber dazu müssten Sie mal eine Initiative wagen, wäre, wie wir die richtige Schwerpunktsetzung bei der Kriminalitätsbekämpfung dieser Stadt machen können. Und Sie wissen, dass wir, ja, fast die Hälfte aller Berlinerinnen und Berliner sind dafür, dass wir einen Coffeeshop eröffnen in Berlin. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen, dass fast die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner noch viel mehr als früher. Der Trend ist ja nicht zu übersehen, dass der Coffeeshop gewollt wird. Aber wir können gerne über Kreuzberg reden, ja, weil wenn hier Schuldige gesucht werden von diesem Senat, dann ist es entweder der Bund oder es ist Friedrichshain-Kreuzberg, jedenfalls nie dieser Senat. Aber man sollte doch mal überlegen, Herr Innensenator, und Herr Zimmermann hat ja so getan, als würde die SPD der CDU ein bisschen Sicherheitspolitik beibringen, dann sollten Sie aber auch mal die Besonnenheit und die Verhältnismäßigkeit, die Ihr Vorgänger, Herr Innensenator Körting, immer hochgeschrieben hat, auch die sollten Sie wagen, Herr Innensenator. Und ich meine damit ausdrücklich den Oranienplatz. Es ist doch nicht zu viel verlangt, dass Sie sich mal mit Frau Herrmann und mit der Caritas an einen runden Tisch setzen und über die Lösung der Probleme reden. Ist ja wohl selbstverständlich. Stattdessen gibt es hier den Ultimatum, Frank, ja, der sonst nicht viel zu bieten hat, außer mal hier und da einen rauszublasen und zu sagen, wann er gerne was geregelt haben kann. Ich weiß gar nicht, wen er da bei der CDU bedienen muss. Weiß ich gar nicht. Wo sind denn die Leute, die in der CDU-Fraktion einen Applaus geklatscht haben, als das Ultimatum von Frank Henkel kam? Im Innenausschuss hat er das Wort Räumung vermieden. Da traut er sich nicht, den dicken Maxen zu machen. Stattdessen muss er in die CDU-Fraktion gehen. Aber ich bin mir sicher, die SPD und Frank Zimmermann, die werden da Herrn Henkel schon mal wieder auf den richtigen Kurs bringen. Und das sind Fragen des Haushaltes, ja? Denn man kann für die öffentliche Sicherheit in Berlin viel tun, mit Prävention, mit Gesprächen, aber auch mit dem Schutz unserer Freiheit, vor Angriffen, wie sie die Berlinerinnen und Berliner tagtäglich überlegen müssen. Und auch, was wir zum Haushalt gefordert haben, ist nun wirklich ein sinnvolles Anliegen, das ich Ihnen zum Abschluss anempfehle.
10 Millionen Euro zahlen wir jährlich für den Abschiebehaft, dafür, dass wir 3-4 Leute da drin sitzen haben. Herr Innensenator, machen Sie diesen Abschiebeknast zu. Berlin braucht ihn nicht und kann sehr viel Geld dafür sparen. Danke.